So, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, Sie hatten eine schöne Mittagspause, haben viele Gespräche geführt. Wir sind jetzt in der Session Mehr Spielraum fürs Klima. Das ist unser Nachmittagsthema. Wir werden zwei Teilveranstaltungen haben, doch zunächst einige Informationen noch. Mein Name ist Ute Pott, ich bin auch im Vorstand des DNB und ich möchte auf die runden Button hinweisen. Das ist die sogenannte Kontaktbörse. Mit diesen Button können Sie, sie liegen sowohl oben im Foyer aus als auch unten, sich suchend oder bietend darstellen zu Fragen, die mit unserem Thema unmittelbar zu tun haben. Hinweisen möchte ich auch noch mal auf die Mitfahrgelegenheitszettel, die unten zu finden sind. Das WLAN-Passwort war gerade noch mal eingeblendet für die, die jetzt gerade erst gekommen sind. Also DMB23 ist dann sozusagen da, wo Sie gucken müssen. Theater, Theater groß und dann großes O, großes S für Osnabrück. Wir sind gerade aus der von Christina Haag moderierten Sektion rausgegangen und haben angefangen, unseren Baukasten zu füllen. Das war die Formulierung, die Christina Haag abschließend gewählt hat. Wir haben mehrfach schon erwähnt den Leitfaden Klimaschutz im Museum und auch der bietet ja viele Elemente für den Baukasten. Und zwar, das ist wichtig, ist auch mir persönlich wichtig, nicht nur für die größeren Häuser, sondern auch für die kleinen. Die DNB-Präsidentin Wiebke Arndt hat gestern gesagt, es geht um Zielkonflikte und Handlungsspielräume. Und ja, darum geht es auch jetzt. Wir haben drei Beiträge. Ich freue mich, dass jetzt fast alle wieder sitzen und ich freue mich auch, dass die Zugeschalteten da sind. Wir werden zunächst einen Impuls hören von Michael John, um dann zwei Praxisbeispiele zu erfahren, etwas Näheres darüber von Professor Volker Huckemann, der ist zugeschaltet, und von zwei Kolleginnen von der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Ich stelle sie noch ausführlich vor. Jetzt habe ich die große Freude und Ehre, Michael John vorzustellen, aber das brauche ich ja gar nicht, denn ich glaube, die meisten von Ihnen kennen ihn schon, außerdem sprach er schon. Er hat sich schon positioniert heute bei der Frage Klimaanlage. Sie erinnern sich, das war am Vormittag. Michael John ist Ingenieur, also es geht hier nicht um die große Meta-geisteswissenschaftliche Debatte, sondern ein Mann aus der Praxis seit über 30 Jahren. Er ist Leiter der Abteilung Gebäudemanagement und Informationstechnik der staatlichen Kunstsammlungen in Dresden. Er muss ja noch seinen Rechner starten, deshalb kann ich noch ein bisschen mehr erzählen. Er ist notfallerprobt. Er ist aus diesem Grunde auch Risikomanagement immer erprobter. Er ist eine ganz wichtige Stimme auch bei der Gründung, der Beratung von Notfallverbünden gewesen. Er ist Sprecher des AK Gebäudemanagement und Sicherheit. Und natürlich als Praktiker interessiert ihn der Betrieb und Nachhaltigkeitsüberlegungen in diesem Zusammenhang. Ich freue mich, dass Sie da sind. Vielen Dank, liebe Ute Pott, für die nette Ankündigung. Ich bin sozusagen Ihr Mittagsschlafvertreiber. Mal sehen, ob mir das gelingt. Liebe Museumskollegen, Kolleginnen, sowohl online als auch im Raum, es gibt Schritte, auf die freut man sich. In dem Fall tatsächlich die Schritte mal so über eine Bühne. Die, die mich besser kennen, wissen, Theaterleidenschaft und so weiter und so fort. Also schön, dass wir heute in dem Raum zusammen sind. Wir fangen mit schlechten Nachrichten an. Worüber spreche ich heute nicht? Ich spreche nicht über den Bau von Museen. Also Neubauten sind sowieso so ein Thema für sich, werden wir vielleicht nochmal drüber sprechen. Ich spreche also nicht über Baumaßnahmen. Warum? Weil das wirklich ein eigener Themenkreis ist, der ist sehr komplex und der fordert mindestens genauso 20 Minuten, wie ich sie jetzt habe.
Zweitens, jetzt wird es provokativ, ich spreche nicht über Zahlen. Ja, wir haben heute früh gehört, wie wichtig Zahlen sind. CO2-Bilanzen, Scores und so weiter und so fort. Alles korrekt. Ich spreche nicht über Zahlen, ich sage auch ganz ehrlich, weil wir zum Beispiel ein Haus sind, was sich mit den Zahlen noch schwer tut, aus unterschiedlichen Gründen. Also Herr Rieger von der Staatsgalerie hat da ein Brett gebohrt, schon vor längerer Zeit, was wir noch vor uns haben, mit ISO-Zertifizierungen und so weiter. Sondern wir sprechen über, ich glaube, sinnvolle Maßnahmen im Gebäudebetrieb, die ganz sicher einen Einfluss haben. Wenn Sie mich hinterher fragen, das, was Sie da erzählt haben, sind das 1 oder 3% oder 5%, ich kann es Ihnen nicht sagen. Aber es sind sinnvolle Maßnahmen. Mir wurde oft vorgeworfen, das, was Sie hier erzählen, das sind die tiefhängenden Früchte, zum Beispiel in der Arbeit der Nachhaltigkeit. Okay, dann lasst uns die tiefhängenden Früchte zuerst mal ernten, bevor wir dann die Leiter nehmen und auf den Baum klettern und die hochhängenden Früchte ernten. Das finde ich, ist ein legitimer Weg, ist kein Grund, sich zu schämen. Also, worüber sprechen wir? Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit im Gebäudebetrieb von Museen. Wir sprechen nicht darüber, wie das Auto gebaut wird. Das macht der Huckemann vielleicht noch. Der spricht im Nachgang über den Bau von Museen. Ich spreche darüber, wie ein Auto gefahren wird. Das Auto steht da und wir bewegen das möglichst geschickt irgendwie durch diesen Dschungel. Übrigens nur nebenbei, wenn man ein Auto fährt, was braucht man? Eine Fahrerlaubnis. Das ist ein Synonym für ein gewisses Verständnis, was man mit dem Auto tut. Das heißt, es wäre klug, in den Häusern Leute zu haben, die tatsächlich wissen, wie so ein Gebäude nicht nur funktioniert, sondern vielleicht auch optimiert werden kann. In den großen Flaggschiffen, Berlin, München, Dresden und so weiter, ist das meistens da. Aber ich glaube, die Anzahl von festangestellten Ingenieuren in deutschen Museen ist nicht ganz so groß. Und trotzdem müssen auch kleinere oder mittlere Museen betrieben werden. Danke. Sie sehen ganz oben links 4 Zahlen, die sehen Sie immer wieder, diese Zahlen, denn Sie wissen, womit wir uns im weitesten Sinne bei Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit beschäftigen. Es geht um das Vermeiden von Energieeinsatz oder Ressourceneinsatz, um das Verringern, um das Erfassen, dann sind wir doch beim Messen, und unter Umständen um das Kompensieren. Diese Zahlen finden Sie an bestimmten Stellen wieder, das nur zur Orientierung. So, wir fangen an mit dem schwierigsten aller Themen. Das ist ja auch der Themenblock der heutigen Session. Wir fangen an mit dem Thema Klima, Heizung, Lüftung, Sanitäranlagen. Ich habe es vorhin schon gesagt, die Klimaanlagen sind in die Diskussion gekommen, berechtigt. Und man muss sich die Frage stellen, was für eine Art von Klimaanlage brauchen wir? Wozu brauchen wir Kälteanlagen? Wozu brauchen wir Dampfverfeuchter, Sprühkammern, alles, was die Techniker da so in diese Katakomben, die Sie vor uns gesehen haben, mit den silbernen Rohren da unten einbauen? Wir müssen uns aber andersrum auch fragen, ich habe es vor uns gesagt, ich glaube, es gibt immer Situationen, wo ein Energieeinsatz erforderlich ist, aus 2 Gründen. Erstens, konservatorische Randbedingungen für das Sammlungsgut. Habe ich vorhin schon gesagt, das ist die erste Voraussetzung, das ist unser Job, die Sachen zu bewahren für die nächste Generation. Und die zweite Frage, sind wir Menschen? Mal Frage an Sie, geht es Ihnen gut? Ich hoffe ja. Unter anderem warum? Weil dieses Museum klimatisiert, weil dieses Theater klimatisiert ist. Und hier ist kein Sammlungsgut drin. Der zweite Grund sind nämlich Sie als Menschen, weil auch wir eine Behaglichkeit haben und weil wir inzwischen in jeder Shopping Mall, in jedem ICE erwarten, dass wir einigermaßen komfortable Randbedingungen haben. Irgendwie so 19, 23, 24 Grad fühlen wir uns wohl. Zum Glück ist uns die Luftfeuchtigkeit egal. Alles zwischen 30-70% ist für uns Menschen noch ganz gut akzeptabel. Für das Sammlungsgut dann schon weniger. Also auch der Mensch. Und mit Eintrittskarten, ne, Sie wissen, gerade Vermeer-Ausstellung Amsterdam zahlen Sie 30 Euro. In so eine Oper hier vielleicht sind es 100 Euro. Sie wollen sich einfach wohlfühlen. Das ist etwas, dem wir auch, Besucherservice, wir haben im letzten Jahr lange drüber gesprochen, dem müssen Sie entgegnen. Das Allerwichtigste, also deswegen Klimaanlagen nicht verteufeln, aber jetzt kommt's, vernünftig betreiben. Und da ist extrem viel Luft nach oben. Stefan Siemann, wir kommen heute noch oft drauf, sagt oft, schalte die Klimaanlagen ab. Er hat recht. Aber nicht immer, wie das so ist mit dem Recht haben. Es gibt ganz viele Situationen, wo man tatsächlich Klimaanlagen nicht braucht. Nachts. Warum? Weil kein Lastwechsel erfolgt, weil keine Last eingetragen wird. Licht aus, Mensch raus. Wo soll die Last herkommen? Klimaanlagen gerne ausschalten.
tagsüber schwierig. Deswegen glaube ich, selbst im Betreiben der Klimaanlage steckt ganz viel Potenzial für Energieeinsparung, für Ressourcenmanagement. Ich fürchte, wir werden sie nicht los. Was ist das Wichtigste, wenn wir über das Thema Klima sprechen? Steht ganz oben. Aufgabenstellung. Wir sprechen nicht im Detail jetzt über den erweiterten Klimakorridor, den der DNB im letzten Jahr aus vielen Gründen empfohlen hat, insbesondere als Reaktion auf die Energiekrise. Das ist ein separates Thema, das kennen Sie alles, will ich gar nicht erzählen. Aber ich will Ihnen Folgendes sagen, wir Ingenieure sind es gewöhnt, Aufgaben zu bekommen und die zu erfüllen. Also wenn mir ein Restaurator sagt, ich brauche diesen Klimakorridor und eine Geschäftsführung sagt, ja, mach das so, dann kriegt er das. Und dann können Sie uns daran messen, dass wir genau das so betreiben. Und wenn ein anderer kommt und sagt, na, in dem Raum geht vielleicht das und das, dann werden wir das genauso machen. Also wir sind ausführende Organe im Gebäudemanagement. Sie als Direktoren, als Kuratoren, als Restauratoren, Sie geben den Raum vor und ich hoffe, dass Ihnen die Tragweite dieser Entscheidungen bewusst ist. Ich weiß, dass Ihnen das bewusst ist. Also wenn Sie einfach harte Vorgaben geben, dann kann ich mit meinen Anlagen nicht mehr als das erfüllen. Und dazu brauche ich vielleicht auch Energie. Und wichtig ist, dass wir gemeinsam einfach mal diskutieren, was hat denn zum Beispiel eine Aufgabenstellung, was hat denn 2-3% Abweichung, was hat denn das für Konsequenzen? In die Diskussion würde ich gerne kommen und ich finde, die ist wirklich wichtig. Also Aufgabenstellung, haben wir gerade gesagt, ist ein extrem wichtiges Instrument. Und da haben wir tagen dieses Jahr in Wien, im wunderbaren Wien, zusammen mit dem Arbeitskreis Konservierung und Restaurierung. Aus folgendem Grund, wir haben im letzten Jahr festgestellt, wir haben verschiedene Blicke, zum Beispiel auf das Thema Klima. Was fällt einem Ingenieur ein, wenn der auf das Thema Klima guckt? Worte wie DIN, ESHRI, Bissot Group, Klimakorridor, Stable is safe und so weiter. Was fällt dem Restaurator ein? Dem fällt dann eher Smithsonian Report so und so und Schadensreporte an Holztafeln und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben verschiedene Blicke. Und wir wollen dieses Jahr versuchen, diese Blicke ein Stück zusammenzuführen und uns einfach über Herangehensweisen auszutauschen. Da freue ich mich sehr drauf. Wir haben als nächstes das Thema Luft im weitesten Sinne. Das heißt also, worauf müssen wir achten? Und hier wird es das erste Mal wichtig. Ich will Sie nicht mit technischen Worten zu viel ärgern, aber eins ist wichtig, der hygienische Außenluftanteil. Erklärt sich aus dem Wort, das ist das, was wir Menschen gerne an frischer Luft spüren wollen. Ein extrem wichtiger Punkt. Warum? Man kann Klimaanlagen, glaube ich, mit einem viel höheren Umluftanteil fahren, als das heute üblich ist. Das Teure an der Klimaanlage im Betrieb ist die Außenluft, weil Sie die 36 Grad außen, die müssen Sie kühlen, um in den Raum reinzuführen. Die kalte Außenluft im Winter, minus 20 Grad, hat man lange nicht mehr, minus 10 Grad, die müssen Sie erheizen, damit die in den Raum reingeführt werden kann. Das sind die wahren Energiefresser. Dort müssen Sie kühlen, heizen, entfeuchten, befeuchten. Wenn Sie ein Umluftsystem hätten, dann müssen Sie nur minimal sozusagen nachregulieren und die Lasten, die im Inneren des Raumes entstehen, nachregulieren. Deswegen ist es wirklich interessant, mal die Frage zu stellen mit dem Techniker, wie machst denn du das? Wie ist denn das mit dieser Außenluft-Umluftklappe? In welchem Zustand ist denn die wann? Dort sind ganz viele Optimierungsmöglichkeiten. Wie gesagt, ganz viele Kunstwissenschaftler und Kuratoren und Restauratoren am Tisch. Ich will sie nicht mit zu viel Technik langweilen, aber das sind Potenziale, wo ich glaube, wo noch viel, viel Luft nach oben ist. Insbesondere also Außenluftanteil, ein wichtiges Thema. Natürlich ist in dem Depot naturgemäß, können Sie immer über 90% Umluftanteil fahren, weil keine Lasten drin sind. Meistens keine Fenster, meistens keine Menschen drin. Also diesen optimierten Gebäudebetrieb, das ist, glaube ich, auch eine entscheidende Stellschraube, um dort zu Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung zu kommen. Auch Luftwechselrate ist nochmal ein Thema, das heißt, wie oft muss denn die Luft getauscht werden? Das heißt, mit welcher Geschwindigkeit und welcher Luftmenge muss gearbeitet werden? Übrigens, dieser hygienische Mindestaußenluftanteil kann gut überwacht werden. Das eine ist der CO2-Gehalt in der Luft. Was ist CO2-Gehalt? Zu gut Deutsch, wenn es stickig riecht. Kennen Sie aus Beratungsräumen, machen Sie die Tür auf, denken, ups, wollen am liebsten wieder rausgehen, machen aber erstmal das Fenster auf. CO2 kann man messen. Und Sie können danach steuern, wie viel Außenluft muss ich dann einbringen. Und das Zweite, man könnte es sogar über die Besucherzahl machen, das macht am Ende jeder Deichmann und Rossmann Store. Die haben da kleine Monitore, die zählen ganz genau, wer rein und raus geht. Warum machen die das?
um zu wissen, wie viele Kassen sie man besetzen müssen. Und wir machen das unter Umständen, um einfach zu wissen, in welchem Grad die Klimaanlage betrieben werden muss. Luftwechselraten haben wir gerade besprochen. Filterung ist ein wichtiges Thema, weil natürlich Filterung auch immer heißt Druckverlust. Ja, Sie müssen sozusagen ja, der Luft die Energie geben, um durch den Filter durchzukommen. Deswegen je höher die Filterung. Ja, wir machen Feinstaubfilterung. Ja, wir wollen nicht, dass die Depots mit Schmutz belastet werden. Aber gleichzeitig überlegen, in welcher Stufe. Und wir sind vielleicht nicht unbedingt in der Reinraumtechnik wie in der Chipindustrie. Also einfach miteinander sprechen. Ein wichtiges Thema sind Befeuchtungskonzepte, das ist ja eine Standortanwendung, HX-Diagramm, Sie kennen das Mollier, wenn man Luft heizt, reduziert sich dramatisch die relative Luftfeuchtigkeit, also muss man die Feuchte wieder zuführen. Da gibt es verschiedene Konzepte, wir sind große Freunde von Dampfbefeuchtung, weil man damit genau diese relative Luftfeuchtigkeit, das ist ja eine Regelgröße, die im Museum ungewöhnlich ist. In normalen Büroräumen oder hier in diesem Theater spielt die Luftfeuchtigkeit, ich habe es vorhin gesagt, eine etwas untergeordnete Rolle, da geht es eher um ihre Temperatur. Bei uns in den Museen spielen die Temperaturen und die Luftfeuchte eine Rolle. Deswegen gibt es da verschiedene Systeme. Dampfbefeuchter ist deswegen gut, weil es eine adiabate Befeuchtung ist. Das heißt, der Aggregatzustand ist gleich. Der Dampf wird also fast vollständig von der Luft assimiliert und hat damit sozusagen, Sie können es sehr genau dosieren und regeln. Kommt aus der Krankenhaustechnik. So viel zum Thema Klima. Sanitär kann man ähnliche Diskussionen führen. Unbedingt inzwischen, glaube ich, die Zeiten von zentralen Warmwasserversorgungssystemen sind weitestgehend vorbei. Das macht man heute dezentral. Sie wissen, es gibt die Durchlauferhitzer, es gibt noch die alten Boiler, also die alte Technologie der Boiler. Das ist ungleich sinnvoller, als wirklich Zirkulationsleitungen zu betreiben und so weiter. Wasseraufbereitung ist ein Thema. Regenwassernutzung finde ich ein interessantes Thema, ist glaube ich etwas, was in den Museen bisher kaum genutzt wird. Nun waschen wir keine Wäsche oder irgendwas, aber gerade für Sanitäranlagen könnte das ein Thema sein. Und sowas wie Spülstopptasten, also so automatische Annäherung an WC-Anlagen ist klug. Bei Heizungssystemen wirklich auch mal drüber nachdenken, wie betreibe ich die Pumpen, wann müssen die wie laufen, können die auch Drehzahl geregelt laufen, um dort den Energieeinsatz von Pumpen, genauso wie von Lüftern, zu monitoren. Es ist interessant, mal die Frage zu stellen, wo kriegt denn eigentlich mein Energieversorger seine Wärme her? Beim Strom sind Sie das gewöhnt, da wissen Sie, es gibt grünen Strom, kann man einkaufen, kostet vielleicht 2 Cent mehr, man schläft vielleicht ein bisschen besser, vielleicht kostet es auch gar nicht 2 Cent mehr. Ähnlich gibt es inzwischen erste Städte, ich habe es aus Aschaffenburg mal gehört, wo es sogar grüne Wärme gibt. Einfach mal eine Frage, was ist denn das für ein Energiemix, den ich dort von meinem Energieversorger bekomme? Über das Thema fossile Brennstoffe, Wärmepumpe, da ist eine sehr große Diskussion entspannt. Ich bin großer Fan, um das nochmal von vornherein zu sagen, von Flächenheizungen in Museen, würde ich Ihnen immer, jetzt sind wir allerdings ein Stück beim Neubau, das kann man natürlich nur bei einer umfassenden Bausanierung ermitteln. Warum? Weil diese Flächenheizungen eine extrem niedrige Vorlauftemperatur haben, das heißt der Wärmeverlust, der sonst durch Isolierung kompensiert wird, der ist sehr gering. Wir haben ja den Vorteil, wir haben in den Museen ja eine Aufgabenstellung, solche Worte wie Nachttemperaturabsenkung, die gibt es ja maximal in Ihren Büros. Warum? Überall, wo Ihr Sammlungsgut ist, dem ist das egal, ob Tag oder Nacht ist, das will das konstant haben. Sowohl in der Ausstellung, als auch im Depot, als auch in der Restaurierungswerkstatt. Und Sie wissen, dass die Niedrigtemperaturheizung, die Flächenheizung, die Fußbodenheizung, die Wandheizung extrem träge sind. Wenn Sie sowas zu Hause haben und Sie kommen aus dem Winterurlaub, wissen Sie ganz genau, entweder ich mache das irgendwie elektronisch einen Tag vorher, soll das Ding schon mal hochheizen, oder Sie haben halt 24 Stunden eine kalte Wohnung, weil Ihre Fußbodenheizung erstmal langsam da hochheizen muss. Ja? Wir haben den Vorteil, da wir eine Konstanz haben und keine Schwankungen haben und die Museen auch nie über die Winterferien irgendwie runtergefahren werden können, ist das sehr sinnvoll. Wir versuchen prinzipiell Wärmeverluste über diese Flächenheizungen zu kompensieren, also Wärme heizen nur mit Flächenheizung. Die Luft soll möglichst nicht zum Heizen da sein. Die Luft hat 2 andere Aufgaben. Also die Klimaanlagen haben nur 2 Aufgaben. Das eine ist Frischluftanteil, haben wir vorhin darüber gesprochen. Und die 2. Aufgabe ist Regelung der relativen Luftfeuchtigkeit. Das kann diese Flächenheizung einfach nicht. Also das sind die beiden Randbedingungen für die Luft. Alles andere soll möglichst aus Konvektionselementen, zum Beispiel Strahlungsheizung oder Flächenheizungen, erfolgen.
Kälteversorgung, da gibt es relativ viel. Wir wissen natürlich, Kälte ist ein Thema, da wird man vielleicht in absehbarer Zeit noch viel mehr drüber sprechen als über Heizung. Im Moment ist ja eher die Heizung auf dem Thema. Warum? Weil sich die Außenbedingungen ändern. Das wissen wir seit bestimmt 5 Jahren oder vielleicht fast 10 Jahren, wissen wir das, was im Sommer bei uns passiert ist. Früher als Kind 29 Grad, 30 Grad gab es hitzefrei. Hätte man jetzt den ganzen Sommer, manchmal monatelang hätte man hitzefrei. Also da muss man, da wird man ein Auge drauf haben müssen. Grundwassernutzung, Tiefbrunnen sind eine schöne Möglichkeit für Kälteanlagen. Kälteverbünde ist etwas, was klug ist, was es in bestimmten Städten gibt. Das sind Dinge, wo man einfach versuchen kann, auch mal zu ermitteln, in was für ein Umfeld bin ich. Muss ich selber die Kälteanlage investieren oder kann ich die Kälte einkaufen, genauso wie ich die Fernwärme einkaufe? Ein extrem wichtiges Thema ist Regelung. Versuchen Sie, Ihre Klimaanlagen in einen geregelten und optimierten Klimabetrieb zu bekommen. Da sind viele Dinge, die ich jetzt besprochen habe, schon drin. Aber gleichzeitig haben wir festgestellt, dass man mit einer optimierten Regelung, da ist ein hohes Potenzial dran. Inzwischen sind Wetterdaten belastbarer. Sie wissen, dass man heute mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit weiß, was kommt denn da von hoch oder tief auf uns zu. Das heißt, man kann da ein Stück vorausschauen, vielleicht schon die Klimaanlagen ein Stück betreiben. Und auch hier natürlich bei der Regelung, das letzte Wort zum Klima, Aufgabenstellung. Also das ist wirklich das Entscheidende, die Regelung, die Vorgabe in der Regelung. Das ist das entscheidende Instrument. So, es ist schon ein ganzes Stück Zeit vergangen. Schwerpunkt war ja auch tatsächlich Klima. Trotzdem noch ein paar Worte zum Licht zum Beispiel. Wie bitte? Weniger Worte. Ja, wie viel habe ich noch? Maximal 5 Minuten. Ich habe später angefangen. Jetzt müssen wir handeln. Also. 4. Sind Sie schon bei 4. Licht. Tageslicht. Ich bin heilfroh, dass die Zeit der Darkrooms vorbei ist, der anonymisierten Räume. Und zwar deswegen, weil zum einen, wir haben das Privileg, unsere Häuser sind oft in Innenstädten und sind im urbanen Raum eingeordnet. Diese Sichtbeziehungen sind etwas, wo wir merken, das genießen die Besucher. Wir merken es so im Grüngewölbe, im neuen Grüngewölbe, die Vorhänge werden dann gerne mit dem Finger zur Seite gehoben. Aha, wo bin ich überhaupt und so weiter und so fort. Das heißt, das ist ja auf der einen Seite tatsächlich ein Vorteil. Zweitens, energetisch, wie zu Hause, da wo Tageslicht ist, müssen Sie weniger Kunstlicht reinbringen. Also auch die Installation oder die Arbeit mit Fenstern ist etwas, wo wir Ressourcenschonung betreiben können. Ja, ich weiß, die Grafik. Ja, ich weiß, die 50 Lux. Ist mir alles klar. Trotzdem, die Frage stellen einfach, inwieweit kann ich vorhandene Fenster für Tageslicht nutzen oder muss ich sie wirklich zuschalten? Das ist eine legitime Frage, mit der müssen wir uns auseinandersetzen. Und hier wird es gestalterisch. Ja, das tut vielleicht auch weh, aber es ist richtig. Ganz hart ist natürlich die Aussage, naja, im Winter wird es 16 Uhr dunkel unter Umständen. Das heißt, dort müssen Sie mit Kunstlicht betreiben. Vielleicht doch mal fragen, wie viele Leute kommen denn zwischen 16 und 18 Uhr? Ist es im Winter vielleicht doch besser, lieber 9 Uhr aufzumachen, da ist es dann schon hell und die 2 Stunden zu sparen und gleich 16 Uhr zu schließen? Ja, provokativ. Ja, Menschen sind Gewohnheitstiere, die gewöhnen sich nie wieder um. Aber das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen. Wir haben das Problem, dass einfach im Winter wir mit Kunstlicht mehr arbeiten müssen. Und Kunstlicht heißt Strom. Wollen wir nur Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit machen oder nicht? Das sind manchmal Fragen, die wir uns beantworten müssen. Kunstlicht insgesamt, da ist natürlich viel getan. Da gibt es die LEDs, man kann gut inszenieren. Aber auch die LED, denken Sie dran, wunderbares Licht, UV, infrarotfrei. Der Wärmeeintrag des LED-Strahlers ist trotzdem da. Fassen Sie das Ding an. Das ist warm, schlicht und einfach. Es ist nicht so warm wie eine Glühbirne, nur noch ungefähr 30%. Aber es ist trotzdem ein Wärmeeintrag. Also es ist kein kaltes, das Licht ist kalt, aber die Wärmequelle, das heißt der Strahler, der ist trotzdem ein Wärmeeintrag. Sowas wie EFRE, europäische Energiesparmaßnahmen, mit denen haben wir sehr viel gearbeitet, sehr erfreuliche Projekte. Das heißt, fragen Sie auch, wo Sie gerade für solche Themen vielleicht Unterstützung herbekommen. Lichtsteuerung, wir haben schon gesprochen über Schließzeiten. Erfreulicherweise gab es dort auch ein Umdenken bei Restauratoren. Dort fällt das Wort der Jahreslichtmenge jetzt, das heißt die 50 Lux, Sinnwerte, wo man vielleicht zu bestimmten Zeiten ein bisschen mehr machen kann, wenn dafür zum Beispiel außerhalb der Öffnungszeiten die Räume abgedunkelt werden.
So sehr, wie ich vor uns für Tageslichter an der Öffnungszeit gestritten habe, würde ich gerne dafür streiten, dass man, sobald die Ausstellung zu ist, natürlich abdunkelt, verdunkelt, weil dann weniger Wärme reinkommt wiederum. Also genau solche Instrumente können uns helfen, Energieeintrag zu reduzieren. Grüner Strom haben wir vor uns auch schon gesagt. Die letzte anderthalb Minute. Logistik ist ein wichtiges Thema. Kurze Wege. Kurze Wege. Laufzeit von Ausstellungen haben wir von uns gerade gehört. Es spricht nichts dagegen, da mal drüber zu sprechen. Vielleicht statt drei Wechsel nur zwei zu machen, kann man diskutieren. Reisen reduzieren, da hat uns Corona sehr geholfen. Also ich merke, dass wie viele Meetings inzwischen online oder hybrid stattfinden. Wunderbar und sehr erfolgreich. Fuhrpark, Elektro-Kfz. Ein Thema ist mir noch wichtig, das heißt Entsorgungskonzept. Leute, es kann echt nicht sein, dass unsere Kinder nicht nur bei Fridays for Futures uns sensibilisieren. Jede Schule ist besser aufgestellt als, ich sage mal, mehr als die Hälfte der Museen. Warum? Was haben die denn auf dem Gang? Die haben getrennten Müll. Die haben, so geht's los. Im Normalfall in ihr Büro. Was ist da, was steht da? Neben vielen anderen Dingen im Papierkorb. Landet dort nur Papier drin? Nein, da landet auch ihr Apfelkrebs drin. Also ist das Restmüll. Es gibt erste Museen, ich sehe schon nicken, ja, es gibt erste Museen, die machen das ganz strikt. Bitte kümmern Sie sich darum, das, was Sie zu Hause selbstverständlich machen. Also einfach Papier, Restmüll, grüner Punkt und vielleicht sogar Biomüll zu trennen. Das gehört sich so, das auch im Museum zu machen. Ja, für Ihren Apfelkrebs müssen Sie dann tatsächlich 10 Meter gehen in Ihre Teeküche. Aber das sollte es uns tatsächlich wert sein. Also das ist mir ein wichtiges Thema. Und allerletztes Thema, Ausstellungstechnik. Das gehört sich inzwischen so, dass diese Systeme mehrfach genutzt werden, nachgenutzt werden, dass es dort tatsächlich modulare Systeme gibt, von Stellwandsystemen, Vitrinen und so weiter. Cafés, Shops, auch da lohnt es sich mal nachzugucken, wie ist denn das? Da gibt es entscheidende Worte, Fair Trade, To Go, Zero Waste und vor allen Dingen lokale Nähe. Also so gerne, wie ich Jever Bier trinke, ich mache es inzwischen nicht mehr. 600 Kilometer für diese Flasche Bier von Jever bis nach Sachsen. Absurd. Das ist einfach absurd. Da muss man das Jever eben trinken, wenn man im Norden ist. Ja, damit geht es im Grunde genommen los. Noch vor 20 Jahren haben wir Wolwegwasser getrunken. Das kam aus Frankreich. Also für unser Wasser. Ja, muss man sich wirklich mal überlegen. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Sie haben gemerkt, das ist ein sehr großer Themenkreis. Lieber Herr John, vielen Dank, viel Diskussionsstoff, aber es geht jetzt erstmal weiter mit den Beiträgen. Ich darf Ihnen Professor Volker Huckemann vorstellen. Er ist auch Praktiker, er ist Architekt und er ist Professor für Bauphysik und energieeffizientes Bauen an der Hochschule in Bochum. Und jetzt sehe ich ihn auch, das ist sehr schön. Sein Schwerpunkt ist die energetische Sanierung von denkmalgeschützten Gebäuden, auch Museen, also unter anderem war seine Firma auch beim Georg-Kolbe-Museum in Berlin beratend dabei oder auch bei der Kunsthalle in Kiel. Heizen, kühlen, belichten, belüften, auch in der Vorbereitung von Baumaßnahmen, das wird sein Thema sein. Er ist gerade aus der Lehrveranstaltung raus, jetzt hier, ich freue mich, dass Sie da sind, Herr Huckemann. Hallo, guten Tag. Vielen Dank, Frau Pott, für die nette Einführung. Einen freundlichen Gruß in die Runde. Wir machen das eigentlich online heute, weil ich Lehrveranstaltungen hatte. Es hat sich aber dann ganz gut gefügt, weil ich im Moment auch noch ansteckend wäre. Und insofern ergibt sich das ganz gut, dass wir uns nicht sehen, was ich auf der anderen Seite natürlich total bedauere. Ich habe nur 10 Minuten Zeit bekommen für die baulichen Maßnahmen, von denen... Ja, von denen Herr John schon gesagt hat, die würden eigentlich den gleichen Raum erfordern wie die technischen. Aber ich gebe mir große Mühe, das trotzdem in dem Rahmen abzufahren, abzufeuern, wie auch immer. Ich komme aus der Architektur. Ich kann mich eigentlich auch in erster Linie zu den Baumaßnahmen und zu den baulichen Maßnahmen an Ihren Häusern äußern. Muss aber trotzdem vorher so ein bisschen meinen Nachhaltigkeitsfokus hier präsentieren. 2018 haben wir solche Bilder gesehen, haben einen sehr trockenen Sommer erlebt und ich gebe es ganz offen zu, irgendwie geglaubt, ja, das ist jetzt mal ein Sommer und dann wird es auch wieder besser und dann wird es auch wieder
nasser und das Klima beruhigt sich wieder. Aber wenn man dann weiterschaut und ehrlich ist, dann sieht man, dass das nicht der Fall ist, sondern dass sich die Jahre wiederholen und dass es eigentlich von Jahr zu Jahr schlimmer wird. Also den Klimawandel, den menschengemachten Klimawandel jetzt noch in Abrede zu stellen, das können eigentlich nur amerikanische Ex-Präsidenten. Alle anderen sollten das möglichst unterlassen. Und das führt natürlich dazu, dass wir mit dem Pariser Abkommen bestimmte Vorkehrungen getroffen haben. Und ich möchte Ihr Augenmerk vor allem auf eine Zahl lenken auf dieser Folie, nämlich wir dürfen noch 700 Milliarden Tonnen CO2 emittieren. Das ist das, was uns für die nächsten 20, na nicht mal mehr, 17 Jahre zur Verfügung steht. Meine Tochter ist neulich 18 geworden. Sie alle oder einige von Ihnen werden wissen, wie schnell das dann geht von der Geburt bis zu diesem 18. Geburtstag. Und wenn Sie das jetzt auf unsere Situation übertragen, dann ist klar, wir haben nicht mehr viel Zeit. Als Maßnahme haben wir uns überlegt, wir halbieren jede Dekade die CO2-Bilanzen. Das haben Sie alles schon gehört, das ist Ihnen überhaupt nicht neu. Aber haben Sie sich mal klargemacht, was das eigentlich bedeutet? Wir als Deutschland, wir emittieren so jedes Jahr ungefähr 900 Millionen Tonnen. Das heißt, wenn wir alleine wären, dann hätten wir noch viel, viel Zeit. Aber wenn wir weltweit schauen und sehen, wir haben noch 37 Milliarden Tonnen pro Jahr, die weltweit von allen Ländern, China allen voran, Amerika dicht gefolgt, emittiert werden, dann bleiben uns gerade noch diese schon angesprochenen 18 Jahre. Also tatsächlich, wir haben keine Zeit zu verlieren und wir können unmöglich so weitermachen, wie wir das gerade im Moment tun. Schaut man sich an, was wir in den letzten Jahren geschafft haben, in den letzten 30 Jahren könnte ich sagen, von 1990, dann ist das ernüchternd. Wir haben es geschafft, die Emissionen um 25% zu senken. Ich bin ein Teil dieser Zeit schon aktiv gewesen, habe als Architekt für energieeffizientes Bauen gewirkt und ja, trotzdem ist und gerade deswegen ist das ernüchternd, wie wenig wir eigentlich geschafft haben. Das Passivhaus steht uns mit Faktor 4 seit 1990 zur Verfügung und umgesetzt haben wir so gut wie gar nichts oder sehr, sehr wenig. Und ein kleines bisschen denkt man an Utopie, wenn man glaubt, dass wir es in den nächsten 20, 30 Jahren schaffen, dieses Ruder so rumzureißen und tatsächlich die Reduktion so herbeizuführen, wie wir das hier sehen und wie es nötig wäre, also dieses Halbieren auch tatsächlich vorzuleben. Ich weiß nicht, wie weit Sie auf dem Weg sind, aber es wird sehr, sehr schwierig werden, glaube ich. Das zweite Problem ist, wenn wir es nicht tun, dann verkürzt sich ja unser Handlungspfad immer weiter. Das heißt, der Änderungsweg muss immer steiler werden und das ist natürlich auch ein riesengroßes Problem. Das heißt, wir müssen jetzt anfangen, damit es erträglich wird. Wir müssen jetzt mit kleinen Maßnahmen, mit den tiefhängenden Früchten, wie der Michael vorhin so schön gesagt hat, müssen wir anfangen und nur dann können wir es überhaupt schaffen, das Klima vielleicht noch zu retten. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin kein Klimaaktivist, ich habe mich heute noch nirgendwo festgeklebt, möchte das auch gar nicht. Ich versuche das seit Jahren eher auf einem technischen, auf einem inhaltlichen Weg zu lösen, mit mehr oder weniger großem Erfolg. Wenn wir uns Gebäude, vor allem bestehende Gebäude anschauen, dann ist eigentlich der Aufwand für die Herstellung, die Baustoffindustrie und auch der Hochbau selber nicht das ganz große Problem. Da sind wir etwa bei 25% der gesamten Aufwendungen für so ein Gebäude. Im Bestand liegen die großen Verbräuche, die großen Emissionen, die liegen in der Nutzung und im Betrieb. Also genau in der Phase, in der Sie Ihre Häuser betreiben und ein kleines Problem, auf der anderen Seite ein großes Geschenk ist, Museen werden sehr, sehr alt, sind langlebige Häuser, das heißt, die werden in diesem Zustand auch lange betrieben. Ein Vorteil könnte sein, dass es alte Häuser sind, die aus einer energieärmeren Zeit kommen und deswegen auch in einem energieärmeren Zustand wieder betrieben werden können. Wie kann das gehen? Ja, schauen wir uns das vielleicht mal ein bisschen an. Ich habe Ihnen auf Wunsch von Frau Pott einige niederschwellige Maßnahmen herausgesucht. Ich hatte eigentlich mehr den Fokus auf den Neubau gelegt, aber wir gucken gerne auch einmal im Bestand. Ich bin viel im Bestand unterwegs, habe einige Museen beraten. Frau Pott hat 2, 3 genannt. Mein Paradebeispiel wäre vielleicht die Burg Altena im Märkischen Kreis, die wirklich mit einem geringen Budget verschiedene Maßnahmen auch modular hintereinander
umsetzen können. Und einige Bilder, die Sie sehen, sind auch aus diesem Haus, aber nicht alle. Maßnahmen, die wir machen können, wenn wir denn Baumaßnahmen ergreifen, und das ist natürlich für mich als Architekt immer eine kleine Voraussetzung, wären zum Beispiel die Wanddämmung, die Dachdämmung, die Dämmung an sich. Dämmung sorgt dafür, dass weniger Energie durch die Wand verloren geht und beruhigt das Innenklima. Im Grunde genommen sind alle Maßnahmen, die wir hier vorstellen können, dazu da, das Innenklima vom Außenklima abzukoppeln. Das ist die entscheidende Maßnahme, dass wir diese beiden Welten voneinander trennen. Nicht völlig trennen. Auch ich bin ein großer Freund von dem Ausblick durchs Fenster und von hereinfallendem Tageslicht. Jeder, der mich kennt, weiß das. Aber wir müssen trotzdem versuchen, die klimatischen Auswirkungen auf den Innenraum so gering wie möglich zu halten. Und dazu trägt eben eine Dämmung bei. Dazu trägt auch das Nachdichten bei, dass wir Fenster ja wirklich teilweise mit Gummidichtung und ähnlichen Elementen nachträglich abdichten, um Zugerscheinungen zu verringern. In der Burg Altena gibt es ein Fenster, das ich in jeder Vorlesung zeige, das unmittelbar neben den Ausstellungsräumen ist und tatsächlich überhaupt keine Abdichtung besitzt oder eine ganz geringe Abdichtung besitzt. Und das ist natürlich ein Element, was es heute so eigentlich nicht mehr geben dürfte. Also trauen Sie sich ruhig, auch mit solchen einfachen Maßnahmen das Klima zu schützen. Sowohl ihr Innenklima als auch das Außenklima. Wenn ich schon übers Fenster rede, da haben wir viele Möglichkeiten, auch im Bestand mit kleinen Maßnahmen etwas zu machen. Vorsatzscheiben, so wie wir es auf dem linken Bild sehen, sind eine Möglichkeit, indem man einfach auf eine bestehende Einscheibenverglasung, die ja aus Denkmalschutzgründen oft gar nicht geändert werden kann, können wir nochmal eine zweite Glasebene aufklicken, aufklemmen und dadurch eine Zweischeiben, eine sehr einfache, primitive Zweischeibenverglasung schaffen, die aber jetzt einen wesentlich besseren Isolierwert hat als vorher die Einscheibenverglasung. Wenn wir dann einen Schritt weitergehen, kann man es natürlich auch baulich umsetzen, so wie es hier im Herzog-Anton-Ulrich-Museum probehalber gemacht wurde, wie wir es aber auch in der Kunsthalle Mannheim gemacht haben, mit richtigen Kastenfenstern und einer vollständigen wärmetechnischen Verglasung hinter den Bestandsfenstern, hinter den historischen. Eine andere Möglichkeit, es gibt sogenannte Sparisolierverglasungen. Das ist das, was wir ganz rechts sehen. Das sind 10 mm, 12 mm starke Scheiben. Die kann ich in viele alte Holzrahmen hineinsetzen, anstelle einer Einscheibenverglasung. Aber dies hier sind Zweischeibenverglasungen mit Isolierwerten, die den Wärmeverlust im Vergleich zur Einscheibenverglasung ungefähr dritteln. Also durchaus Maßnahmen, die man ergreifen kann und die auch denkmalverträglich sind und mit der Denkmalbehörde abgestimmt werden können. Hier ein Beispiel aus dem Schifffahrtsmuseum, eine Berechnung, die wir zusammen mit dem Fraunhofer gemacht haben. Das trage ich schon seit Jahren vor mir her, dieses Bild. Der ein oder andere mag es also kennen. Wie sich das Klima durch Dämmung, durch Fassadendämmung beruhigt und wie im Grunde genommen aus dieser Zackelkurve, die sehr schnell und sehr impulsiv verläuft, dann doch ein ruhiges, langsames Schwingen wird. Ich bin fürs saisonale Gleiten, ich bin für den Klimakorridor, aber eben in langsamen Änderungsgeschwindigkeiten. Das haben Sie heute mit Sicherheit schon mehrfach gehört und können wir sonst auch im Nachgang gerne noch besprechen. Wenn wir das zusammenfassen, dann wären das diese vier wichtigen Punkte: Dämmen der Gebäudehülle, Optimierung der Fenster, Reduktion der Infiltration, also der Nebenluftwege, der Undichtigkeiten, die wir im Haus haben, die durch vieles zustande kommen, durch Risse, durch Türen. Wir können Schleusen bilden, wir können Vorhänge an die Eingangstür machen, wir können auch einfach nur einen Federmechanismus an die Eingangstür machen, dass sie wieder geschlossen wird. Da gibt es viele Möglichkeiten. Und Sie können auch die Raumtemperatur reduzieren, sofern Sie das nicht schon ohnehin getan haben. Jedes Grad, das Sie absenken, bringt Ihnen etwa 6% Energiekosten. 6% Einsparung durch 1 Grad Raumtemperaturabsenkung. Spannende Punkt sind die Menschen, die dort arbeiten, die Arbeitsstättenrichtlinie, die Wächter, die wir entsprechend klimatisch versorgen wollen, so wie der Herr John das vorhin richtig gesagt hat. Aber auf der anderen Seite, das Kunstgut wird es Ihnen danken, wenn es eher kälter ist. Reaktionsgeschwindigkeiten, chemische Reaktionsgeschwindigkeiten laufen langsamer ab. Also im Grunde genommen eine Win-Win-Situation, wenn Sie die Raumtemperatur von, sagen wir, 20 auf 18 Grad im Winter herabsenken. Ich habe mir die Frechheit genommen zu sagen, da gibt es Einsparpotenzial und ich habe die mal so ganz grob abgeschätzt, damit man ein Gefühl dafür bekommt. Bitte, die sind nicht verlässlich, das muss man individuell für jedes Haus frei entscheiden. Aber
die Hülle kann ungefähr, wenn sie komplett gedämmt wird, zwischen 10% und 20% zu einer Energieeinsparung beitragen. Die Fenster, meistens in denkmalgeschützten Häusern nicht besonders groß, sind eher ein kleinerer Anteil, 5 bis 10, wäre vielleicht nicht die erste Maßnahme, die ich ergreifen würde. Die Infiltration ist aber eine sehr einfache Maßnahme. Das heißt, alles, was ich da machen kann, das kann ich vielleicht mit Bordmitteln auf sehr einfache Art und Weise erzeugen und bringt auch schon 5%. Und bei der Raumtemperatur, wie gesagt, 6% für jedes Grad Celsius, was wir reduzieren. Bei den technischen Maßnahmen habe ich mich ein bisschen zurückgehalten, weil ich wusste, dass der Michael John vor mir spricht. Er hat viele schon angesprochen, Umrüstung auf LED. Ich weiß nicht, inwieweit das bei Ihnen heute schon umgesetzt ist. Ich habe lange überlegt, ob ich es in den Vortrag mit aufnehme. Bei uns im Dorfladen sind alle Lampen noch Glühstofflampen. Und die haben offensichtlich ein Lager hinten irgendwo im Geschäft, wo sie das alles jederzeit auch wieder nachpflegen können. Vielleicht sieht das bei Ihnen ähnlich aus, aber eine LED braucht nur 25% von dem Strom, den eine Glühbirne braucht. Und entsprechend ist das eine sehr sinnvolle Maßnahme, alles auf LED umzuleuchten. Die Lichtfarben sind heute längst geklärt. Wir kriegen warmweiß, wir kriegen kaltweiß. Das können Sie frei mit Ihrem Lichtplaner einstellen oder auch selber durch Ausprobieren herausfinden. Dämmen von Verteilleitungen wäre aus meiner Sicht noch ein Punkt, den Herr John vorhin nicht angesprochen hat. Gehen Sie mal in den Keller, schauen Sie mal, wie die Wärme bei Ihnen ins Haus kommt. Auch diese Maßnahme ist sehr einfach gemacht. Es gibt in jedem Baumarkt einfache Rohrdämmmaßnahmen, die man im kleinen Haus selber anfertigen, machen kann, einfach über die Leitung stülpt und damit quasi einen hohen Einspareffekt erzielen kann. Hydraulischer Abgleich des Heizsystems, das ist etwas aufwendiger, dazu brauchen Sie einen Ingenieur, aber es bringt auch relativ viel. Auch hier habe ich gleich noch Werte sozusagen für Sie vorbereitet. Und dann haben wir noch die Reduktion des Luftwechsels als ein Thema. Nachrüstung von PV, der Denkmalschutz hat längst aufgegeben, sich dagegen mit Händen und Füßen zu wehren. Vor 10 Jahren war das noch so, vor 2 Jahren haben sie ganz klar eine Kehrtwende vollzogen und haben gesagt, nee, wir können es uns nicht mehr leisten. Auch auf Denkmälern dürfen inzwischen PV-Anlagen verbaut werden. Und da gibt es viele schöne Lösungen mit farbiger PV und angepassten Elementen. Ja, langfristig Umstellung auf Wärmepumpen will ich jetzt gar nichts zu sagen. Das werden wir wohl machen müssen, wenn der Herr Habeck sich durchsetzt. Können Sie mich nochmal anschalten? Die Zeit ist auch um, lieber Herr Huckemann. Einen letzten Satz. Ja? Sie haben noch einen Satz. Ah, Hölle. Dann komme ich ja gar nicht mehr zu den Neubaumaßnahmen in Detmold. Das wäre mir so wichtig gewesen. Das große Praxisbeispiel. Ja. Meine Güte. Ja, mit dürfen wir. Kriege ich noch 2 Minuten, dann mache ich das noch ganz schnell. Na nun, dann. Ja, aber wirklich, 2 Minuten. Ich sehe die Uhr. Zwei Minuten. Mache ich. Also, dürfen wir noch neu bauen, ist natürlich die andere Frage. Und ich würde Ihnen sagen, nein, dürfen wir nicht mehr. Im Anbetracht dieser 700 Milliarden Tonnen CO2, die wir nur noch verbrauchen dürfen, dürfen wir eigentlich nicht mehr neu bauen und dürfen nur noch sanieren. Wenn wir neu bauen, dann müssen wir sehr intelligent neu bauen. Das versuchen wir gerade beim Freilichtmuseum in Detmold mit dem neuen Eingangsgebäude. Da habe ich ein bisschen an der Materialwahl mitgewirkt. Es gibt Holz, es gibt Stroh, es gibt Lehm, es gibt eine Stampflehmwand und viele Materialien, die heute noch möglich sind oder von denen wir glauben, dass sie heute noch möglich sind. Es gibt einen Ökobeton. Wir haben alle möglichen Materialien ergebnisoffen verglichen, haben für jede Bauaufgabe das sinnvollste Material aus unserer Sicht, das nachhaltigste Material herausgesucht, haben das nicht nur als einzelnes Material angeschaut, sondern immer auch in der Bauteilkombination. Was nützt es mir, wenn ich mit Stroh baue, aber hinterher großartig Brandschutzplatten oder sowas verbauen muss? Und an welcher Stelle geht es dann vielleicht aber auch doch? Wir haben eine riesen Stampflehmwand, die Probleme macht. Es gibt 2 Zulassungen im Einzelfall. Architekten im Saal oder Leute, die schon mal gebaut haben, wissen, was das bedeutet. Also wir machen 2 Zulassungen im Einzelfall, einmal für die Stampflehmwand und für den Ökobeton, den wir dort einsetzen. Aber am Ende des Tages, das ist das entscheidende Bild, schaffen wir ein Haus, das ganz, ganz wenig CO2 emittiert. Sie sehen hier ein konventionelles Haus, also die Kubatur des Gebäudes, eingegeben mit konventionellen Materialien, Beton, Kalksandstein, Stahl, Glas, wie wir, ich sage einfach mal, vor 5 Jahren noch ohne Nachdenken gebaut hätten oder vor 10 Jahren noch ohne Nachdenken gebaut hätten. Durch das Holz wird CO2 gebunden und insgesamt erreichen wir einen negativen CO2-Wert. Der ist natürlich nur rechnerisch, weil das geht nicht, wenn man neu baut, aber wir erreichen ein negatives Bilanzergebnis, zumindest in der Rechnung nach der Ökobilanz. Damit ende ich an dieser Stelle. Ich habe noch nicht alles erzählt, aber ich hoffe, ich konnte Sie ein wenig animieren,
das Klima zu schützen und dem Spielraum mehr Klima zu geben. Nein, dem Klima mehr Spielraum zu geben. So. Ja, lieber Herr Hockemann, vielen Dank. Wir haben ja auch noch eine Diskussion, hoffe ich, dass wir die noch haben werden. Ich freue mich jetzt, dass ich vorstellen darf, zwei Kolleginnen von der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, nämlich Dr. Nina Quabeck. Sie ist leitende Restauratorin der Kunstsammlung, ist dem Haus seit vielen, vielen Jahren verbunden. Und dazu kommt auch eine echte Praktikerin, wir sind sehr froh, Katharina Nettekoven. Sie ist Speditionskauffrau, hat Erfahrung in einem uns bekannten Kunstspeditionshaus gemacht, um es vorsichtig zu sagen, und ist leitender Registrar an der Kunstsammlung. Die Kunstsammlung hat sich 2006 schon mal auf den Weg gemacht und 2019 nochmal neu. Davon werden wir jetzt etwas hören. Ich empfehle auch sehr den Beitrag aus Ihrem Haus auf der Seite des DMB beim Thema Energie. Man lernt eine Menge dazu und wir kommen jetzt auch in das Feld Klima und Versicherung. Sie haben das Wort. Danke. Von unserer Seite ganz herzlichen Dank für die Einladung zur Jahrestagung. Wir freuen uns, dass wir Ihnen heute gemeinsam berichten können darüber, wie wir uns über Abteilungsgrenzen hinweg dafür stark machen, den Energieverbrauch der Kunstsammlung zu verringern. Bereits seit 2006 werden Energiesparmaßnahmen an unseren Häusern umgesetzt, das sind K20 und K21. Viele Impulse wurden dabei von unserem technischen Leiter gesetzt, das ist Bernd Schliephake, der hier erfreulicherweise auch im Publikum ist. Bernd, winkst du mal? Aber einige besonders wichtige Stellschrauben erfordern eben die Zusammenarbeit verschiedener Abteilungen. In unserer Klima-AG, in Anführungszeichen, arbeiten deshalb die kuratorische Abteilung, die Registrars, die Restaurierung und die Technik eng zusammen. Formiert haben wir uns 2019, als die Fridays for Future-Demonstrationen quasi auf unserer Türschwelle stattfanden. Dann haben wir mit Unterstützung unseres Vorstands und auch Bianca Knall ist hier, nochmal Stichwort Empowerment. Vielen Dank, Bianca, für deine Unterstützung. Dann haben wir mit Unterstützung unseres Vorstands ein ganz heißes Eisen angepackt, die Museumsklimatisierung gemäß fixer Sollwerte, die durchschnittlich gut 2/3 des Energieverbrauchs im Museum ausmacht. Gemeinsam mit dem Energieberatungsbüro EWT Ingenieure haben wir eine Studie ausgearbeitet, sie im laufenden Betrieb implementiert und so praktische Ergebnisse zur Energieeinsparung und den Folgen eines Klimakorridors für unsere Sammlung gewonnen. Ein Auslöser für unseren Entschluss war, dass KonservierungswissenschaftlerInnen schon seit langem hinterfragen, ob die Einhaltung starrer Sollwerte für Temperatur und Luftfeuchte in Museen wirklich so flächendeckend erforderlich sind. Und ebenfalls wichtig für uns war das Green Protocol der Biseau-Gruppe, die schon 2012 argumentierte, dass der Großteil der Materialien, die unser Kulturgut ausmachen, nicht gefährdet sind durch langsames Driften innerhalb eines Korridors. Und alle hier wissen, dass diese Leitlinie der Biseau-Gruppe wenig später auch von der Konservierungsgruppe der ICOM und dem IIC ratifiziert wurde. Welche Widerstände sich ergeben können, wenn man Veränderungen in der Museumsklimatisierung erwirken möchte, hat übrigens sehr eindrücklich der Künstler Tino Segal geschildert. Mit seiner Ausstellung Down to Earth hat er 2020 alle Anstrengungen unternommen, den Kunstbetrieb dazu zu bringen, seine eigene Klimatauglichkeit zu hinterfragen. In einer Paneldiskussion berichtete er unserer Direktorin Susanne Gensheimer, dass er krachend scheiterte, mit seinem Vorhaben, die Klimaanlage während seiner Ausstellung wenigstens zeitweise abzuschalten, weil, so die Begründung, so die Befürchtung, nur eine konstante Kurve als Ausweis gegenüber potenziellen Leihgebern funktioniert. Segal aber fordert ein Umdenken. Und das etwas drastische Zitat, man muss gar nicht mit veganem Essen und mit Solaranlage und Ökostrom kommen, sondern man muss an diese Klimaanlagen ran.
An der Kunstsammlung haben wir uns also 2020 die Frage gestellt, welche Museen einen Klimakorridor eingeführt haben und stellten fest, in Deutschland so gut wie keins. Mit unserer Studie wollten wir einen Beitrag leisten, das zu ändern. Wie gesagt, Frau Pott hat es gerade schon erwähnt, wir durften es letztes Jahr auf der DMB-Webseite kurz skizzieren. Deswegen jetzt hier noch einmal ganz knapp. Wir haben in einer 900 Quadratmeter großen Galerie, einem Teil des Erweiterungsbaus des K20, in dem unsere Klimaanlage solitär zu steuern ist und in dem zumeist zeitgenössische Werke aus unserer Sammlung präsentiert werden, den Feuchtekorridor erweitert. Dort ist ein langsames Driften der relativen Feuchte zwischen 45% und 58% erlaubt, anstatt die Raumluft wie gehabt auf 50% zu konditionieren. Unsere Klimadaten werden seitens der Restaurierung erfasst von einem Datenlogger, der in der Galerie auf Objekthöhe montiert ist, und einem Thermohygrographen in Bodennähe. Wöchentliches Monitoring der ausgestellten Werke erfolgt durch das Restaurierungsteam. Mittlerweile liegen Daten aus 2,5 Jahren Laufzeit der Studie vor. Hier teilen wir einen Auszug aus der Auswertung der Klimadaten unserer Studie, die Stefan Simon vom Radken-Forschungslabor freundlicherweise für uns erstellt hat. Wie Sie sehen, hat es im heißen letzten Sommer ein paar Überschreitungen der maximalen Feuchtewerte gegeben. Was den Ausschlag auf 82% aus dem Juli 2022 angeht, möchte ich kurz erklären, dass die Messwerte des in der Halle ebenfalls platzierten Thermohygrographens keinen Peak verzeichneten. Auch die Kurve der GLT findet keinen Peak. Wir gehen daher von einer Störung aus. Weder an Gemälden noch an Papierarbeiten, Fotografien oder Skulpturen wurden negative Folgen des Korridors ersichtlich. Und das, obwohl die Grenzwerte ein paar Mal kurzfristig über- bzw. unterschritten wurden. Auf Basis der positiven Ergebnisse wurde beschlossen, die klimaschützenden Maßnahmen auszuweiten. Aktuell wird der Klimakorridor gemäß BISO für alle Sammlungsbereiche der Kunstsammlung eingerichtet. Zudem experimentieren wir mit dem Abschalten der Klimaanlage nachts und der Reduzierung der Frischluftzufuhr auf bis zu 70%. Wir erhoffen, durch diese Maßnahmen etwa 20-30% Energieeinsparung zu erreichen. Besonders wichtig ist uns auch, diese neuen Standards auch für ausgehende Leihgaben festzusetzen, um über das einzelne Museum hinaus etwas verändern zu können. Und damit übergebe ich an Katharina Nettekofen. Einige internationale Museen wie beispielsweise die Tate, das MoMA und das Staatsmuseum Kopenhagen haben das BISO-Protokoll schon in ihren Leihverträgen aufgenommen. Auch das Stedelijk-Museum in Amsterdam macht keine Vorgaben zum Klima mehr, sondern schreibt schlichtweg, der Museumsstandard sollte eingehalten werden. Seit dem 01.01.2023 hat die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen den erweiterten Klimakorridor ebenfalls in ihre Leihverträge aufgenommen, um auch ihren Partnerinstitutionen ähnliche Spielräume zu ermöglichen. Die erste Gelegenheit, den erweiterten Klimakorridor auch für Ausstellungen anzuwenden, bot sich an, da eine Reinhard-Mucher-Ausstellung in den Sammlungsräumen des K21 stattfinden sollte. Da der Leihverkehr schon abgeschlossen war, haben wir im Nachhinein alle Leihgeber kontaktiert, um sie um die Erlaubnis zu bitten, den erweiterten Klimakorridor anzuwenden. Die Resonanz war durchweg positiv. Nur ein Leihgeber stellte sich dagegen mit der Begründung, dass sein Objekt zu empfindlich sei. Wir konnten daher leider unseren ersten Versuch für Wechselausstellungen nicht starten. Dies sind die gleichen Erfahrungen, von denen mein Registrar-Kollege Thor Norma Clausen aus dem Statensmuseum Kopenhagen letztes Jahr bei der Europäischen Registrar-Konferenz in Straßburg berichtet hat. Dort war es der Versuch, die Leihgeber einer Matisse-Ausstellung zu überzeugen, den Klimakorridor zu akzeptieren. Bis auf einen Leihgeber haben alle zugestimmt. Nur diese eine Ausnahme führte dazu, dass der erweiterte Klimakorridor nicht angewendet werden konnte. Auch wenn beide Versuche noch gescheitert sind, so zeigen sie doch deutlich, die bereits veränderte Haltung im internationalen Leihverkehr. Die Einführung eines Klimakorridors bei der Museumsklimatisierung, die inzwischen auch bei den Kunstversicherern diskutiert wird, wirft diverse Fragen und Problemstellungen auf.
Zunächst einmal muss man darauf hinweisen, dass Schäden durch Veränderungen im klimatischen Bereich nicht in allen Museumspolicen gedeckt sind. Um die Frage zu klären, ob dies der Fall ist, hilft ein Blick in die Police und die Versicherungsbedingungen. Es sollte explizit eine entsprechende Klausel enthalten sein, die besagt, dass Versicherungsschutz für Schäden durch Luftfeuchtigkeit und Temperaturänderungen besteht. In der Regel werden solche Schäden auch nur in Museen versichert, die über eine vollständige Klimatisierung und Klimakontrolle verfügen. Versicherer machen in den Museumspolicen den Museen keine konkreten Auflagen dazu, welche Temperatur oder welche Klimawerte einzuhalten sind. Man vertraut hier den Spezialisten in den jeweiligen Häusern, etwa den RestauratorInnen. Nur beim ein- und ausgehenden Leihverkehr hat man durch die in den Leihverträgen festgelegten Werte feste Bezugsgrößen. Einer der wenigen Standardausschlüsse in der Kunstversicherung sind sogenannte Allmählichkeitsschäden, also Schäden, die in einem längeren Prozess, zum Beispiel durch Gebrauch, Abnutzung oder Klima- bzw. Lichteinflüsse auf die versicherten Kunstwerke wirken. Hierzu zählt zum Beispiel das Vergilben von Papierarbeiten, wenn diese lange Zeit hellem Licht ausgesetzt werden, Krakelbildung bei Ölgemälden, Leimlösungen oder Politurrisse bei antiken Möbeln oder Ähnlichem. Versichert hingegen sind plötzlich und unerwartet eintretende Schäden. Versicherungen treten dann ein, wenn es ein konkretes, sogenanntes Schadensereignis gibt. Das kann zum Beispiel der technische Defekt einer Klimaanlage sein, ein Stromausfall oder auch Folgeschäden zum Beispiel aus einem Hochwasserereignis. Schäden, die aus einer Veränderung des Umgebungsklimas resultieren, die vom Versicherungsnehmer bewusst herbeigeführt werden, selbst wenn diese aus wissenschaftlicher Sicht als unproblematisch angesehen werden, sind unter diesen Prämissen kaum versicherbar. Es wird immer die Frage gestellt werden, gab es ein Schadensereignis, das unmittelbar zu einer Beschädigung von Kunstwerken geführt hat, oder handelt es sich bei dem entstandenen Schaden um das Resultat von langfristig wirkenden äußeren Einflüssen auf die versicherten Sachen? Auch die Tatsache, dass die Veränderung des Museumsklimas ja bewusst vom Versicherungsnehmer selbst veranlasst wurde, macht eine Schadensregulierung problematisch. Versicherer könnten auch argumentieren, dass es sich bei einer gewollten und bewusst herbeigeführten Klimaveränderung um eine Gefahrerhöhung handelt. Denn eine Risikoveränderung muss dem Versicherer angezeigt werden. Normalerweise kennt man das zum Beispiel in Fällen, wo ein Gebäude eingerüstet wird, bei Schäden an Sicherungseinrichtungen und so weiter. Teilt man eine Gefahrerhöhung nicht der Versicherung mit, so kann die Versicherung im Schadensfall unter Umständen die Leistungen kürzen oder auch verwehren. Man kann also aktuell nicht davon ausgehen, dass ein durch einen Klimakorridor entstandener Schaden reguliert wird. Das Risiko eines möglichen Klimaschadens wird also zu einem großen Teil vom Museum selbst getragen werden. Viele Restauratoren und Registrars kennen das BISO-Protokoll und die ICOM-CC-Parameter schon seit langem. Immer mehr Studien werden veröffentlicht, die das veränderte Vorgehen weiter stützen. Trotzdem werden die Richtlinien in den meisten Häusern noch nicht umgesetzt. Unser gemeinsames Ziel sollte sein, dass die Richtlinien als neue Standards an den Häusern umgesetzt werden. Nur so wird es uns möglich sein, einen Wandel hin zu ehrlicheren und gerechteren Klimaparametern einzuleiten. Ein Wandel, der dort passiert, wo die meiste Energie in den Museen aufgebracht wird, die Klimatisierung. Helfen Sie mit dabei, ermächtigen Sie Ihren Registrar und Ihr Team dazu, entsprechende Maßnahmen durchzuführen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, Frau Quabeck, Frau Nettekofen, vielen Dank auch für das Plädoyer. Wir haben ja jetzt eine ganz andere Perspektive als heute Vormittag, wo wir ja eben auch sehr strategisch gedacht haben. Jetzt geht es sehr auch viel um die Praxis. Und eine Frage in die Runde und auch im Chat, wenn das mit Handzeichen schnell zu überprüfen wäre. Wer hat vor dem Hintergrund der Energiekrise oder auch vor dem Hintergrund der Diskussion über einen erweiterten Klimakorridor, die ja schon länger laufen, in den letzten 3 Jahren die eigenen Leihverträge verändert? Vereinzelte Hände. Und Frau Brieger, gibt es Reaktionen im Chat? Im Augenblick noch nicht, weil wir immer ein bisschen Zeit versetzt den Chat haben. Okay, dann warten wir das noch. Zweite Frage,
Wer hat vor dem Hintergrund dieser auch Veränderungen, wie gesagt, sei es eben durch Energiekrise aktiviert oder durch eine längere Nachhaltigkeitsdiskussion, schon mal Stress mit Versicherungen gehabt? Deswegen. Vor dem Hintergrund dieses erweiterten Klimakorridors? Okay. Das heißt, viele haben wahrscheinlich diese Diskussion noch gar nicht geführt, so ist zu vermuten. Mhm. Genau. Herr John, Sie wollten auch noch eine Frage stellen und dann gehen wir die Runde frei. Vielen Dank, Frau Potze. Als erstes ein Kompliment nochmal den Kolleginnen und den Kollegen aus Düsseldorf für den mutigen Weg. Und Sie haben das sehr gut hergeleitet, also Kompliment dazu. Eine Frage an das Publikum. Ich habe vor uns ein bisschen gesagt, naja, das mit den Zahlen ist wichtig und ja, DIN und ISO und Score und so weiter und so fort. Aber alleine von den Zahlen, also zu wissen, wie groß das Problem ist, deswegen verändert man es ja noch nicht. Und ich habe das ein bisschen klein geredet. Stefan Simon hat zu mir mal irgendwann gesagt, Mensch, Michael, du bist ein Ingenieur, du musst messen, optimieren, nachweisen und so weiter, forschen. Was halten Sie von der These, dass auch Dinge, die man nicht genau messen kann, die aber nachweislich sinnvoll sind, also wiegt sich das gegenseitig auf? Also da würde mich interessieren, wie Sie das einschätzen, diese etwas hemdsärmliche Herangehensweise, auf jeden Fall das zu tun, was sinnvoll ist. Volker Huckemann lacht. Frau Haag ein meldet Tor. Sich. Christina Haag, ich weiß nicht, wo die Mikros sind. Geht das? Nein. Doch, okay. Ich habe mich gemeldet, um auf dich zu antworten. Ich würde eine definitiv andere Formulierung, ich würde nicht versus oder aufheben, sondern ich bleibe bei meinem Baukastenbild zu sagen, es gehört alles dazu. Ich glaube, dass wir nicht angeraten sind, das eine gegen das andere antreten zu lassen. Das vielleicht als Kommentar. Darf ich eine Frage an die beiden Kolleginnen aus Düsseldorf stellen, was mir sofort durch den Kopf schoss? Ein Leihgeber wäre ein Matisse und Sie haben das ganze Vorhaben aufgegeben, sage ich mal. Wäre eine Alternative gewesen oder vielleicht wurde es diskutiert zu sagen, dann soll er seinen Matisse behalten? Na, ich finde es nicht lächerlich. Also das war jetzt zum Glück nicht bei uns, das war im Statensmuseum Kopenhagen. Aber wenn es ein wichtiges Bild war, dann werden die Kuratoren sicherlich das entscheiden, dass das Bild dann doch kommt. Also das ist, denke ich, ist meine. Ich habe aber zum Beispiel, ich bereite gerade eine Soutine-Ausstellung vor und man hat schon von vornherein, also da ist der Leihverkehr jetzt auch schon so ziemlich abgeschlossen, es wird im September stattfinden. Und ich habe mir die Leihverträge angeguckt und es waren genau 5 Museen, die diesen Klimakorridor reingeschrieben haben. Und ich würde mich, glaube ich, erstmal als Registrar gar nicht mal so weit trauen zu fragen, würdet ihr das akzeptieren? Vielleicht tun sie das, aber man ist dann doch, man weiß, wie viel Arbeit das ist, diese Leihgaben locker zu machen. Das ist unheimlich schwierig, also solche Leihgaben noch zusammenzubekommen. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, die Hemmschwelle dabei. Ich habe mir aber zum Beispiel das MoMA hat einen Leihvertrag, die haben ja diesen Klimakorridor eingeführt. Während alle anderen amerikanischen Museen, da sind einige bei, den Klimakorridor nicht in ihre Leihverträge aufgenommen haben. Und ich bin aber, glaube ich, der Meinung, dass man das auf kurz oder lang schon anfragen sollte im Vorhinein. Wir haben es ja für uns erstmal nur entschieden, dass wir es bei Ausstellungen erstmal noch nicht machen wollten, erstmal nur in der Sammlung, aber so langsam wollen wir das jetzt auch beginnen. Vielleicht darf ich da auch noch kurz was zu ergänzen zu Ihrer Frage, Frau Haag. Also in einer rosigen Zukunft, wie ich sie mir vorstelle, würden wir uns dann ja vielleicht auch dahin begeben als Kompromiss, vielleicht über einen Klimarahmen oder ein Klimakompartement nachzudenken, für den das eine Werk, was unbedingt kommen muss, obwohl die LeihgeberInnen eben noch an anderen Klimaparametern freihalten, festhalten. Moment, ganz kurz, wir müssten warten, bis ein Mikro kommt, denn sonst kann Herr Huckemann und die ganzen Zugeschalteten können Sie nicht hören. Moment. Haben Sie da oben ein Mikro? Super, man hört's. Vielen Dank.
Ich habe die Idee, dass vielleicht genau dieser Matisse so empfindlich ist, dass genau der empfindlich ist. Und was spricht denn dagegen, dass er dann dieses Mikroklima bekommt? Hm. Also, sagen Sie noch kurz, wer Sie sind? Joachim Kreutner, Bayerisches Nationalmuseum. Danke. Ich gucke noch mal in die Runde. Gibt es Fragen? Und ich gucke vor allen Dingen in die Kamera. Frau Brieger? Ich würde gerne noch was sagen dazu, zum letzten Hinweis. Okay. Der ist tatsächlich wichtig und richtig. Man muss wirklich unterscheiden einfach zwischen generellen Regelungen und tatsächlich speziellen Anforderungen. Das können auch ganze Sammlungskonvolute sein, die tatsächlich abweichende konservatorische Randbedingungen haben. Und das müssen wir uns eingestehen. Das hängt einfach mit Verantwortung, Generationsauftrag und so weiter zusammen. Deswegen, der Matisse muss natürlich dann behandelt werden. Aber er kriegt dann vielleicht eine Klimavitrine. Oder vielleicht macht man nur einen Raum, dass der Matisse dann dort hängt. Gefällt dem Kurator vielleicht nicht, weil er lieber einen anderen Raum hängen würde. Aber dann ist das unter Umständen so. Also das ist eine Gratwanderung, auf die müssen wir aufpassen. Und ganz klar, das haben wir und werden wir nicht aus dem Blickwinkel verlieren, warum wir das überhaupt machen, warum wir Museen sind. Und der Verantwortung werden wir immer nachkommen, eindeutig. Und deswegen nochmal danke für die Klarstellung auch. Ja, gerne noch aus dem Chat eine kleine Meldung. Wir haben keine aktuelle Frage, aber einen Beitrag von Betty Sacher. Sie schreibt, wenn ein Objekt besonders empfindlich ist, kann man doch mit passiven Maßnahmen für dieses eine Objekt arbeiten. Das hier nochmal dazu. Ja, danke für die Ergänzung. Es wird ein Mikro da oben gezeigt, aber Herr Huckemann hat auch gezuckt. Ich weiß nicht, ob man mich hören kann, aber das ist... Ja, doch, wir hören Sie gut. Prima. Nein, das ist natürlich völlig richtig und auch das, was der Michael gerade gesagt hat, dass man dann eben die Ausstellung ein bisschen umstellen muss, um diesem Klimaschutz Rechnung zu tragen. Das sollte keine Schwierigkeit sein. Ob passive Maßnahmen ausreichen, das muss man im Zweifelsfalle überprüfen. Aber eine klimatisierte Vitrine oder ein Mikroklima für das empfindliche Objekt, das kann man sich, glaube ich, immer vorstellen, so wie das auch der Herr Kreutner vorhin richtig gesagt hat. Ja, danke. Jetzt habe ich da oben, genau, da war eine Meldung. Ja. Kann man mich hören? Ja. Ja, ich bin Alexandra Czarnecki aus Wien. Ich habe eine Frage an Frau Quabeck. Und zwar haben Sie ja gesagt, dass Sie keine negativen Folgen an den Objekten feststellen konnten in Ihrem Monitoring. Und da würde mich interessieren, wie Sie konkret Ihr Monitoring durchgeführt haben, was Sie für Werkzeuge und Techniken eingesetzt haben, um mögliche Veränderungen an den Objekten festzustellen. Ich freue mich, dass Sie diese wichtige Frage gestellt haben. Tatsächlich, wir haben, wie gesagt, wöchentliche Monitoring-Rundgänge, aber wir sind ein Haus, das ein sehr, sehr dichtes Ausstellungsprogramm wuppt und einen lebendigen Leihverkehr versorgen muss. Das heißt, was bei uns implementiert wird, muss total praxiskompatibel sein. Das heißt, das Monitoring erfolgt eben visuell. Wir haben eine Handvoll Objekte, die wir jetzt besonders in den Blick nehmen wollen, wenn auch in der klassischen Moderne der Korridor eingeführt wird, sodass wir dann sozusagen vorhaben, alle 4 Wochen nochmal Fotos zu machen von bestimmten Stellen, um zu gucken, ob wir anhand der Fotos Veränderungen feststellen. Aber wir müssen es wirklich auf einem Basic-Level möglich machen oder es passiert bei uns nicht. Das will ich nur noch mal ganz ehrlich sagen. Stichwort Ehrlichkeit hatten wir ja auch heute Vormittag schon und es soll eben auch Mut machen, dass man sich traut, Schritte in Angriff zu nehmen, auch wenn man nicht den riesigen Hightech-Stab im Rücken hat. Ich meine, wir sind schon gut aufgestellt, aber trotzdem müssen wir sozusagen das machen, was überhaupt möglich ist, aus Zeitressourcengründen. Es kommt eine direkte Reaktion von Professor Huckemann und dann im zweiten Rang sehe ich ein Mikro hier unten und dann hier vorne. Also, ja, ich möchte nur noch einmal unterstreichen. Ich meine, ich bin jetzt, glaube ich, seit fast 20 Jahren in deutschen Museen unterwegs und es bewegt sich eindeutig etwas in diese Richtung. Und ich glaube auch, dass auf Dauer die Leihverträge sich in diese Richtung entwickeln werden. Wir können diese strikten Klimavorgaben A nicht mehr bezahlen und B auch nicht halten. Deswegen alles, was ich sehe, zeigt, dass da gerade Bewegung drin ist und das wird sich auch so fortsetzen. Also vielleicht im Sinne von Mut machen für alle. Man muss das einfordern, aber ich glaube, das ist der richtige Weg. Das heißt, ich bin überzeugt, das ist der richtige Weg.
Danke. Darf ich da eine Frage aus dem Chat anschließen, Frau Pott? Und zwar Frank Löbig fragt, wie hoch darf die PPM in Klammern der CO2-Gehalt sein? Der Wert kann viel höher sein, als der Besucher verträgt oder empfindet. Und wie kann man die staatliche Empfehlung bewerten? Das ist eine Frage, da fühle ich mich als Architekt, als Ingenieur gefragt. Tatsächlich will ich jetzt keine Zahlen sagen. Da müsste man über Dienst sprechen. Die habe ich nicht sofort alle griffbereit. Tatsächlich gibt es dort drei Grenzwerte. Das eine ist eine große Behaglichkeit. Das zweite ist eine Behaglichkeit. Und das dritte ist dann eine Luftqualität, die tatsächlich als problematisch empfunden wird. Ich habe sie nicht im Kopf, die Werte. Und tatsächlich muss man sagen, also das Ziel ist natürlich, oder wir fühlen uns am wohlsten, wenn wir in der alleredelsten Luftqualität arbeiten, aber lange Nacht der Museen, da kommen ihre Klimaanlagen, auch die normal ausgelegte Klimaanlage, kommt dort sowieso in Grenzbereiche, was den Frischluftanteil betrifft. Und wir haben dort, also wir sind nie in der dritten Liga gelandet, aber in solchen Situationen kommen Sie auch mal in die zweite. Das waren Sie übrigens als Studenten fast immer, in fast jedem Hörsaal wissen Sie, dass dort im Grunde genommen die Luftqualität problematisch wird und Sie froh sind, wenn Sie irgendwann rausgehen. Also tatsächlich, es gibt Grenzwerte, die kann man monitoren, ich habe sie nicht im Kopf. Lassen wir es erstmal so weit stehen, die Zeit drängt. Da hinten, zweiter Rang, Mitte. Jetzt? Ja. Schauerte, Städtische Museen Aschaffenburg. Ich habe vor vielen Jahren mal, 15 Jahre etwa, eine Ausstellung kuratiert. Da hatten wir eine Leihgabe in Halle damals von der Berliner Gemäldegalerie, also was hochkompliziertes Tafelbild, kurz nach 1500. Die haben damals Folgendes gemacht. Wir haben gar nicht damit gerechnet, dass wir das Bild kriegen. Die haben damals Folgendes gemacht. Die haben das sozusagen in der Galerie in einen Klimarahmen gepackt und das sozusagen luftdicht verschweißt. Ich sage das mal ganz lapidar. Und dann wurde uns das als Leihgabe zur Verfügung gestellt. Das war vollkommen unkompliziert. Ich weiß nicht, ob es Folgeschäden gegeben hat. Wir haben das dann selbst, ich war inzwischen in Nürnberg, in einer neuen Dauerausstellung mit einem ähnlichen Tafelbild für eine dauerhafte Präsentation praktiziert. Und das hat sich bis heute bewährt, ich sage mal seit 5, 6 Jahren. Hat sich das inzwischen als schädlich erwiesen oder gibt es das noch? Weil das würde uns ja das Leben doch immer wieder vereinfachen, ne? Soweit ich weiß, macht die Tate das komplett so, seit die umgestellt haben auf den Korridor. Also ich wäre da vorsichtig aus folgendem Grund. Wir haben Vitrinen untersucht und haben die einfach gemessen und haben gemerkt, dass die Wärmestrahlung, zum Beispiel durch Sonne, Solarwärmeeintrag, aber auch Strahlung durch Nicht-LED-Beleuchtungskörper unter Umständen zu einer Erhöhung der Temperatur in einer Vitrine oder in dem verschweißten Rahmen führt. Das heißt, die Frage ist, man muss es extrem gut monitoren. Es kann sein, einfach durch eine Erhöhung der Temperatur in dem Mikroklima, dass sich dann dort Werte der relativen Luftfeuchtigkeit einstellen, die Sie unter Garantie nicht haben wollen. Man müsste es also gut monitoren und eventuell mit passiven Materialien, das kennen Sie alle, Silikalgel und Co., müsste man nachsteuern. Also ein bisschen vorsichtig mit solchen In-House-Lösungen würde ich raten. Aber es ist ein ähnliches Feld, wie wir das jetzt oft haben, dass wir eigentlich auch dann noch gern ein paar Zahlen mehr hätten und auch Erfahrungen. Aber mit Blick auf die Uhr, hier, genau, Sie hatten sich gemeldet. Und genau, Sie da oben, genau, und dann. Jasper von Richthofen, Görlitzer Sammlung für Geschichte und Kultur. Michael, ich habe eine Frage an dich. Und das ist so ein bisschen ein anderes Thema, als wir jetzt bislang hier gehabt haben. Wir bauen teure Gebäudeleittechnik ein. Wir machen LED-Lichter. Gottlob, dank deiner Beratung haben wir ein teilklimatisiertes Haus nur und ansonsten temperiert. Wir haben LED-Beleuchtung. Diese ganzen Anlagen sind jetzt rund 10, 11, 12 Jahre alt. Heißt, die fliegen uns jetzt durchweg um die Ohren. Wir müssen also alles erneuern. Spielt das irgendwie eine Rolle bei der Bilanzierung von den Dingen, die wir jetzt heute hier so besprochen haben? Also, dass man auch LEDs sind nicht unendlich. Nach wenigen Jahren muss man die austauschen und dann tauscht man nicht ein Glühmittel, keine Glühbirne, sondern dann tauscht man eine ganze Platine und im Grunde ist das ein komplett neuer Strahler und das betrifft bei uns mehrere hundert Deckenstrahler, die dann nach und nach eben getauscht werden.
Kurze Antwort, bitte. Ja, also vielen Dank für die Frage. Ja, diese Klimaanlagen haben eine Nutzungsdauer 15 bis 20 Jahre. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen erschrocken. Also 10, 12 Jahre ist eine extrem kurze Zeit. 15 bis 20 sollte es sein. Ja, aber es ist wie zu Hause. Es ist wie mit deinem Fernseher oder deinem Auto. Es sind technische Anlagen und die kommen mal in die Jahre. Die gute Nachricht ist, nicht alles an der Klimaanlage ist dann kaputt. Es ist vor allem die Regelung, die optimiert werden sollte. Es sind bewegte Teile wie Pumpen und Lüfter und es sind natürlich Heizregister. Die kommen unter Umständen in die Jahre und die können modular getauscht werden. Aber ja, man muss sich um die Anlagen kümmern und ja, man muss auch Ersatz irgendwann planen. Ich habe vorhin gesagt, mit Zahlen sind wir noch nicht ganz so weit. Deswegen, ob diese Zahlen bei Herrn Rieger in der Staatsgalerie zum Beispiel eingerechnet sind, kann ich jetzt aus dem Hut nicht sagen. Mhm. Dazu? Dann trotzdem. Eine andere Frage zum Punkt Monitoring. Andrea Hein, Museum am Schülerberg, Osnabrück. KI und Kunst mal aus einer ganz anderen Sicht gedacht. Wäre das nicht auch eine Perspektive für Zukunft? Also in der Medizin sind bildgebende Verfahren und KI-Überprüfungen mittlerweile gar nicht mehr Zukunftsthema. Wäre das auch was für Museen, zu schauen, wie verändern sich Kunstwerke oder Objekte in der Zeit und das ist dann sozusagen objektiver, wenn man mit KI arbeiten würde? Sie haben Ihr Monitoring ja schon geschrieben. Klingt nach einer spannenden Masterarbeit für jemanden. Das gibt's schon. Können Sie ein Beispiel sagen? Also vielleicht mit Mikro? Mikro? Hier. Ja, Mensch, Liebhake Kunstsammlung. Ich war ganz kurz schon mal beim Winken dabei und wollte einfach ganz kurz noch den Beitrag ergänzen. Wir zählen ja quasi unsere Verbrauchswerte halt zentral. Wir haben 70 Verbrauchsziele in beiden Standorten, K20, K21. Das wird halt auf einem Datenserver in Frankfurt bei Siemens gesammelt. Und dort gibt es quasi so eine KI, die halt die Verbräuche monitort und bei Abweichungen, die halt quasi außerhalb der Reihe der Regel sind, halt dann dementsprechend einen Energiebericht sendet. Man kann halt dann quasi mit dieser KI, die ausgebaut wird, heute schon so ein Monitoring ergänzen, aber letztendlich muss der Mensch natürlich dann da sein, der das auswertet und die Ursachen dann dementsprechend bewertet und dann halt auch nachregelt. Genau, Dankeschön. Und auch Entscheidungen treffen dann natürlich wieder. Und das war ja auch, ist ja das ein Wunsch dieser Tagen, so ins Handeln kommen. Wir sind jetzt, haben jetzt Beispiele bekommen, welche Handlungsmöglichkeiten, welche Handlungsfelder, das war vorhin die Diskussion, ob der Begriff richtig ist. Wir sind in Diskussion auch im DNB, Sie wissen, der verweiterte Klimakorridor, da ist noch jemand mit dem Mikro oder was soll das heißen? Ja, die Zeit ist aber leider vorbei. Vielleicht eine grundsätzliche Frage an Herrn John. Sonne kurz. Viele Museen sind ja Mieter in Immobilien, das heißt, es wird getrennt zwischen dem Betreiber der Immobilien und dem Betreiber des Besucherverkehrs und man hat das mit großen Immobilienfonds oder beim Bund mit der BIMA oder Landesimmobilienverwaltung zu tun, die meiner Ansicht nach kein Verständnis fürs Museum haben und auch die Expertise nicht. Und was kann man denn auf dem Sektor machen, weil als Mieter ist man ja angewiesen darauf, dass die Verbräuche monitoren. Also jetzt mit der Krise ist das gekommen, aber man merkt, dass die Verwaltung oder Fonds oder die mit Bindungsimmobilien, Landesimmobilien beschäftigt sind, da nicht gut aufgestellt sind. Was mache ich da als Museum? Ja, sorry, ich mache mich jetzt unbeliebt. Ich schlage vor, Sie besprechen das jetzt beim Kaffee, den es nämlich jetzt gibt. Dazu gibt es Kuchen, auch veganen Kuchen. Und es geht dann weiter. Wir bleiben beim Thema Klima, das wissen Sie. Und die Debatte ist auch doch längstens nicht vorbei. Halt. Eine Zumutung für unsere Objekte, das ist genau die Frage. Und zwar steht da keine Uhrzeit. Na super. Um 16.45 Uhr. Ja, 16.45 Uhr. Also, 16.45 Uhr. Herr Huckemann, vielen Dank. Frau Quabeck, Frau Nettekofen, Herr John. Und es ist noch zu diskutieren.